Am 1. März 2024 gibt es eine Anpassung der Straßenverkehrsverordnung. Das ändert sich am Freitag für alle Autofahrer in Österreich. Fährst du zu schnell, darf dir dein Auto beschlagnahmt und in weiterer Folge sogar versteigert werden. Du musst aber schon weit über dem Geschwindigkeitslimit sein. Im Ortsgebiet 80 km/h und außerorts 90 km/h drüber. Hast du aber bereits eine einschlägige Vorstrafe, beispielsweise durch die Teilnahme an illegalen Autorennen, wird das Auto schon mit 60 und außerorts 70 km/h über dem Limit beschlagnahmt. Gehört das Auto nicht dir selbst, kann es für maximal 14 Tage beschlagnahmt werden, aber danach nicht versteigert. Gleiches gilt auch für Leasing- oder Mietautos. In solchen Fällen wird im Führerschein bzw. im Führerscheinregister ein lebenslanges Lenkverbot für das Fahrzeug, mit dem die drastische Übertretung begangen wurde, eingetragen. Das Geld von der Versteigerung soll übrigens zu 70% in den Verkehrssicherheitsfonds fließen, der Rest an die jeweilige Gebietskörperschaft. Entscheiden, ob das Auto eines Rassers für immer beschlagnahmt und versteigert wird, tun Verwaltungsbehörden und kein Strafgericht. Dies kritisiert auch der ÖAMTC. Zudem gäbe es keine Studien, die besagen, dass härtere Strafen mehr abschrecken als niedrigere. Was denkst du zu diesem Gesetz? Schreib's in die Kommentare.